Würde ich sagen, über den Patch, gut oder schlecht, mal wieder, also da, es war jetzt ja nicht so viel im Patch drin, oder? Wir können aber gemeinsam drüber gucken, geliebter Twitch-Chat, aber da steht jetzt echt nicht so viel drin. Dann haben wir 7 Games gespielt, der Champion ist immer noch ziemlich useless in my opinion, mal gucken, was passiert. Kleine Balance-Changes, kleine Balance-Changes, kleine Balance-Changes, ja, ist nice, klein, guter Nerf, ich hasse Jinx. Klein, keiner useful. Ist halt der reverted Nerf von vor 2 Jahren. Ziemlich krasser Buff für Poppy. Das ist wahrscheinlich einer der relevantesten Changes. Gerade ist bei MSI. Kannst du halt Flex picken in Toplane und Jungle. Und der Change ist richtig insane. Wenn du vorne bist, kannst du einfach deine Ult anmachen. Und nach vorne laufen. Dann respektet der Gegner dich. Und dann nimmst du einfach den Turret. Und dann kannst du es auf der nächsten Map nochmal machen, weil es kein Cooldown mehr hat. Auch nice. Das ist ein Jankos Buff, aber auch kleiner Change. Sehr berechtigter Nerf, Sorakas OP. Kleiner Change. 3 Armor. Das ist halt ein sehr kleiner Patch, da ist mal wieder nichts drin, weißt du? Ich würde mir mal einen großen Patch wünschen, eine Änderung zum Game. Die Meta ist so eingefahren. Mein AD Carry, der fleht mich auch gerade an, dass ich was anderes picke als Gangplank. Bitte was picken, was die ein bisschen auf Mage hält. Ich kann die zuerst engagen, dann melden wir dann. Ich hab das. Wollen wir ihm mit seinem Wunsch entsprechen? Ich fühle dir Poppy. Champion hat heute nicht gespielt. Wurde gebufft. Okay. Ich bin jetzt gespannt, ob der Cooldown Reduction der Cooldown auf 15 Sekunden oder um 30 zurückgeht. Warte, was? Bin gespannt, ob der Cooldown auf Poppy Ult auf 15 Sekunden zurückgeht oder um 15 Sekunden. Ja, aber ist doch egal. 30 minus 15 ist 15 und 15 ist auch 15. Also ist doch komplett irrelevant, no? Same shit. Wie willst du den Unterschied sehen? Ich bin so verwirrt von deiner Nachricht vielleicht. Oh mein Gott, ich bin so tätig. What did I just do? Myself. Bei dem ins gemisst. Cringe. Bin D-Blade Wukong, ist ein bisschen aufpassen. Alter, der Damage. Pushen Sie rein, junger Mann. Sie haben zu viel Damage für mich. Sie haben auch Ignite. Ich will aufpassen. Sonst bin ich gleich tot. Like. Ja. Bam, Junge! Okay. Ich dachte an den Jungler, aber als ich Level 2 gesagt habe. Dann kommt auf einmal ein Zinnstimmerlein gesprintet. Könnt ihr das fassen? Ihr müsst es fassen können. Ihr habt es gerade live gesehen. Mich einfach anflasht, der Zinscht. Marvin 1v9. Aber Marvin, das war nicht worth, was ihr gerade gemacht habt. Ja, Wukong hat einen Kill bekommen, bitte. Das ist ein bisschen ein Bummer. Das ist der 2-1 XD. Wukong ist jetzt ziemlich OP. Graves ist 3-0. Good stuff. The good life. Warte, der Ezreal hat 5 Minions gelastet. Und er wurde executed. Ich werde ihn nochmal gegankt haben, was hier los? Nee. Wir chilling. Like, what the fuck? Lol, er hat Vision verloren. So geil. What is this? Marvin! Alter, Marvin, ich will Sicherheitsabstand von dir. Weil der ist immer noch Toplane, Marvin, der ist nicht gerecallt. Jetzt ist auch noch ein Alistair hier. Was macht ein Alistair jetzt hier? Gegen wen lane ich eigentlich? Like, what is this? Was, so ein Psychopath? Ach, das shit, man. Werde ich wieder von Marvin gedived, oder was? It's wild stuff, it's just wild. Marvin! Du bist zu gut. Aber diesmal bist du tot. Sorry, Bro. Das ist kein Dive Rek'Sai. Dive wäre auf der Wave gewesen. Das war gerade eben einfach, ich zeig mein Gesicht und spuck eine Q ins Face. Jetzt kommt Marvin Toplane. Might be the wrong one. Nope, it's the real Wukong. Nice. That's what we like to see. Ich möchte den Turm nehmen. Das ist der Top-End-Turret. Actually, ich mach 1v9, ist true. Wenn ich Armor stacken darf, bin ich komplett 1v9 dieses Game. Oh, Marvin ist hier. Kurz Scrapping Board abwarten und dann töten wir den. Wow, der Herald hat ihn geslappt! Nice Herald, mein Double Buff! Nein! Nein! Oh no, mein Double Buff, no! Meine Q-Flash, das war so gut, aber dann kommt der Schwinger. Das ist eigentlich schlechter für uns, als wenn ich ihn bekommen hätte. Schön Double Buff. Oh no. Herald Top Lane, 1 für 2. Marvin ist auch gestorben.
Marvin hat nur 40 CS und Marvin ist die einzige AP-Quelle. Heißt, der wird nicht, der wird nicht campen können. Heißt zwar Marvin 1v9, aber es ist, er ist nicht 1v9. Affe mit Waffe? Wo ist Grafs? Da ist Grafs. Ich mach so viel Damage. Nein, hat ihn weg! Aber ich meine, das kann ich mir jetzt nicht vorwerfen, honestly. Ich wollte ihn halt, aber hätte ihn einfach gepasset procs. So wie es jeder machen würde. In der Situation. Das ist einfach mein Fehler. Oh, ist da an der Wand! Bam! Hätte ich einfach rechnen müssen, so jeder Swain würde da zurückziehen. Einfach my bad. Können es eh von Swain. Macht den Play überhaupt erst möglich. Oh, oh, oh! Bam! Magic. But we did it. Swain hat einfach mal wie nice. Denn er hat keinen Gegner in Lane gehabt. Swain ist echt ein guter Champion, wenn er gegen niemanden Lane Twitch hat. Wenn ihr einfach nur gegen Minions spielt, dann ist er ein guter Champ. Wenn euer Top-Laner Marvin einfach 24/7 tankt, dann ist Swain einfach der beste Midlaner. It's all good. Oh, hallo, darf ich ihn abwerfen? Bam! Oh, okay, ich hab ihn geslowt, aber ich hab gerade kein W ab. Er ist da kein Combo. Oder auch nicht. Let's go, Team. Wir waren hops genommen. Was hab ich das gemacht? Oder waren es die Gegner, die sie einfach selbst gehops genommen haben? Mich ignited? Ich wusste, mein Buckler hat dieses dreckige Ignite. What? Da ist ein Ace, Engel. Chase doch nicht singed. It was all me. Bin reingeheatet, hab den Engel gesehen. Und dann konnte mein Team einfach hitten und hitten und hitten und hitten und hitten. Ja, Leute, der braucht keine Hilfe. Macht Push away. Marvin noch. Oh, Marvin ist noch im Busch drin. Marvin. Marvin. Er kommt einfach zum. Er ist der größte Alpha. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab Respekt vor Marvin. Aber die Wave hat er auch noch geklärt, ne? Er ist so fucking gut. Er ist so 1v9. It's wild. Das Ganze, er tötet doch mit deinen Essen. Er ist einfach der beste Spieler. Marvin? Marvin wird genockt. Jetzt hier, Arcane. Marvin, sorry, aber du bist tot. Marvin. Was ist denn passiert? Wo? Jetzt ohne Dingens. Er hat kein W ab, aber ich krieg den. Er will über die Wand rüber wehen. Ach, die can't. Soll ich flashen? Whoa. Bam! Ja, Rylaze, Leute, Rylaze. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich kann einfach First Item auf Top Lane, weil mit denen, er hat das gegen niemanden gelankt, deswegen muss er nichts Defensives kaufen. Aber Top Lane Giants Belt into Liandry's. Oder einfach Ruby Crystal into Liandry's, was auch immer, je nachdem, wie viele Stats du brauchst. Um nicht einfach in einer Combo zu sterben von Enemy Top Laner. Und dann Liandry's Rylaze. Peng. Stonks. Kann nur der Affe sein. Und tötet ihn zurück, tötet ihn. Nicht mich, Marvin. Mich sollst du nicht flippen. Das bringt doch nichts. Ich habe zu viel Armor für das Team von dir. Marvin. Marvin. Wir kennen das End now. OP ist Sven, ja. Sven ist OP, Leute, ja. Sven ist wirklich sehr OP, ja. Ja, ja. Ja, Jinx, guter Read. Ja, du hast recht, Jinx, ja. Ja, Jinx, ja. Ich muss einfach nur Swain in die richtige Position bringen. So, wenn du es halt Swain um ihn herum spielst und quasi dafür sorgst, dass er einfach keinen Gegner in Lane hat, dann ist er der beste Champion. Aber wenn du es nicht schaffst, dann hast du halt das Team versagt, ne? Dann musst du aber selbst an den Kopf fassen, warum du es nicht hinkriegst. Also es muss halt. Immer die Leute müssen halt auch in Position gebracht werden, ne? Wait, what? Wir kennen es. Warum hat nicht Leute das Nash getankt? Ah, Pulse, also noch, das ist von HP. Rexal, okay, ja. Daumen nach oben. Nein, ist fein. Don't worry about it. Jason! Den Anker ins Face, so will ich das sehen. Oh, Swain in der Backline, Vision of Empire. Bitte Marvin. Am wichtigsten, dass Marvin stirbt. Einmal der beste Spieler. Sorry, Bro. Almost Marvin 1v9, aber nur almost. Ich würde bei Alistar-Kombo wählen als Wukong. Darauf haben wir gewartet.
Komm, der Marvin. Ja, komm, das ist jetzt. Oh! Hörte ihn! But now we can't end, guys! Ah! Ah! Oh! Ba, 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 ba! It is me! Kein Marvin da, um mich aufzuhalten. Oh yeah! Hoppa, let's go! Wir ordnen ihn. Er hat den nicht vorhandenen Marvin ausgenutzt. Er ist einfach beautiful. War einfach beautiful, wie er einfach keinen Gegner hatte. S plus, gönn dir. Riot sollte dir mehr geben. Einfach geil. Alter, das war jetzt so richtig paar richtig Fun Games. Der Name ist Programm gerade. Ein wahres Vergnügen.